Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher und das tut mir verdammt leid. Heute spiele ich kein Spiel aus meiner Kindheit, sondern ich spiele das reizende Spiel I Am Mean, das sich mein 500. Abonnent gewünscht hat. Aber jetzt das Intro. Gott, ist... Oh. Mein Gott, ist noch viel zu früh am Morgen für sowas für mich. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Zeit, zu der Disney mit Zeichentrick sehr erfolgreich war und plötzlich jedes Studio irgendwelche Zeichentrickfilme mit unsympathischen und sympathischen Schwarz-Weiß-Charakteren machen musste. Und natürlich musste es immer Lieder geben. Man hatte also schlechte Animationen, doofe Charaktere und dann noch madige Lieder dazu. Und so ist das jetzt irgendwie. Boah, ekelhaft. Also gut, es hat sich der User Megapooper, der sich später noch als ein zweiter Account entpuppen sollte, hat sich dieses Spiel gewünscht, dass ich das spiele und bespreche, und deswegen tue ich das jetzt auch. Es geht in dem Spiel grob darum, dass ein gemeiner Typ, der dann auch noch I Am Mean heißt, ein Buch entwickelt, das Kinder in ein Labyrinth einsaugt. Ja, also ich meine, leicht nachvollziehen, oder? Insofern spielt man jetzt eines dieser Kinder und man landet in dem Labyrinth und muss sich da jetzt durchkämpfen, und ab und zu bekommt man dann die Möglichkeit, dass man bestimmte Türen öffnen muss, indem man Grammatik in Texten korrigiert. Und zwischendurch muss man allerhand Gegner bekämpfen und Spaß haben und sich erstmal in dem Labyrinth zurechtfinden. Also, ich kenne das Spiel noch nicht. Ich habe nur mal kurz auf YouTube reingeguckt, was es ist. Man kann irgendwie... Ja, man kann schlagen. Way. Oh yeah! Stirb, Spinne. Ah! Ja. So, da ist irgendein toller, lustiger Gegenstand. Eine Feuerwand. Der Feuerstab. So, damit kann ich vermutlich kämpfen. Und hier ist wohl eine dieser Rollentüren. So, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt muss ich nämlich die Punctuation in diesem Text korrigieren. Na, es geht nicht mal um Grammatik, es geht einfach nur um Satzzeichen, glaube ich. So, yo, Mr. Big, I've got something to tell you. Punkt. Beziehungsweise hier könnte auch ein Doppelpunkt gehen. I've got something to tell you. See, Mr. Hardwick over at Sinister Structure Supplies says that if we don't pay our bill, he's going to send a few ogres to have a little chat. What should I do, boss? Says, comma, nein. Knick. Punkt hinter dem Mister. Oh, Wahnsinn. Hohoho, jetzt fühle ich mich aber englisch. So. Ah, ah, oh Gott. Das war wohl mit Abstand das hässlichste Kind, das ich je gesehen habe. Meine Güte. Bah, ekelhaft. Ah, stirb. Eigentlich würde ich gerne lieber die Spinnen von den Kindern befreien, wenn die alle so widerlich aussehen. Das ist ja... Oh Gott! Das fand ich jetzt gerade echt minimal schockierend. Komm, war weg. So, jetzt muss man also weiter durch dieses Labyrinth laufen. Man hat ja wohl auch eine Karte. Oh Gott, ein alter Mann. Mhm. Also, dieses Spiel ist wohl von Animation Magic. Und das sind die Leute, die diese madigen Zelda-Spiele für den ICD gebaut haben. Nicht ICD, CDI, wie der hieß. Für diese Konsole, die eigentlich ein cooles Konzept hatte, aber total gefloppt ist, weil eben gerade so Spiele rauskamen wie Zelda Eye of the Gedöns. Ich habe mich damit nie richtig befasst. Ich weiß nur, dass die Grafik, nicht die Grafik ein gutes Spiel hatte. Nein, das Spiel hatte ganz passable Grafik.
Aber eben diese blöden Zeichentrick-Intro-Sequenzen, die seither, ja, stirb, alter Mann, die seither auf YouTube relativ eifrig verarscht werden. Und das wohl auch das Spielprinzip nicht so wirklich erbauend war. So. Insofern wundern mich schon mal die Zeichentricksequenzen am Anfang nicht. Das ist so richtig geil, dieser Stil mit dem, oh ja, hier, hey Link, the princess und genau. Das Ziel, das sie mit diesem Spiel hier verfolgt haben, war, dass sie kleinen Kindern eben Lesen, Grammatik und Satzbau, Punktuation beibringen wollten und deswegen ein lustiges Actionspiel, ein lustiges Doom-like-Actionspiel rausbringen wollten, bei dem man zwischendurch eben irgendwelche Satzzeichen korrigieren muss, damit man auch was lernt. Okay, das erklärt zumindest mal, warum man blöde Briefe mit Punkten bestücken muss. Ja. Jedenfalls, ist ja eine ganz nette Idee. Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da habe ich immer gern diese Lernspiele gespielt, wo es darum ging, oh, du hast einen Action-Astronauten und der muss zwischendurch halt mal ein paar Rechenaufgaben lösen. Das hat mir als Kind Spaß gemacht, weil, ja, warum nicht? Warum nicht spielen und auch was lernen? Und vor allem meine Eltern fanden es cool, wenn ich sowas gespielt habe. Die waren ja immer wieder so ein bisschen skeptisch, Computer, nicht den ganzen Tag am Computer sitzen. Und wenn ich damals gespielt habe, wo die offenkundig gesehen haben, dass ich was dabei lernen würde, war das irgendwie immer okay. So, nächster Text zum Korrigieren. Police are still looking. Ja, das sieht so ein bisschen englisch aus alles. Hey, police are still looking for clues that will help. Find the person or persons who stole the crystal orb or made the crystal ball owned by Mrs. Sylvia Foon. Also, Mrs. Sylvia Foon. For clues that will help find person or persons who stole... No. The crystal ball, comma, owned by Mrs. Sylvia Foon. Punkt am Ende. Wow, at this rate, Mensch, ist das sophisticated! Darüber muss ich nochmal nachgucken. Oh Gott! Die Kinder sehen ja alle so kacke aus. Kommen sie aus Gelsenkirchen? Oh, scheiße, jetzt habe ich... Nicht so ernst. Ich habe hier nichts gegen Gelsenkirchen. Nur gegen so einen bestimmten Gelsenkirchen. Ich glaube, ich enthalte mich jetzt mal lieber. Und schlage lieber auf eine unschuldige Spinne ein. So. Ich finde es eigentlich komisch. Dieser I am Mean hatte doch zum Ziel, dass er die Kinder, die irgendwas lesen, einsaugen will. In irgendeine komische Unterweltreich-Welt-Dings. Jetzt tut er das. Und wieso gibt es da dann Texte, die man korrigieren und lesen kann? Das ist doch voll doof. Ich hab da nicht drüber nachgedacht, der Gemeine. So. Also mein erster Gedanke bei diesem Spiel, was zumindest so die Musik und halbwegs der grafische Stil angeht, war Stonekeep. Stonekeep fand ich cool. Stonekeep könnte ich auch mal spielen. Da kann man, glaube ich, auch auf alte Männer einprügeln. Wobei, ich bin gar nicht mehr... Nee, da gab es keine alten Männer, da gab es Zwerge. Und die Zwerge waren gut, auf die hat man nicht eingeprügelt. Hatte da mehrere Zwerge in seiner Party. Das fand ich nicht schlecht. Ja, so, hier ist irgendwas... Oh! Ah! Won't get far, you studious little brat! My pets will see to that! Was ist das? Okay, ein geheimer Schalter. Oh, was wird es da geben? Oh, alte Männer. Boah, stirb. Doink. Und ein Glas Cola. Ja, trink. Und ein Loch in der Wand. Oh, sieht das geil aus. So, diesem Loch in der Wand nach zu urteilen, sind die Wände aus Pappmaché. Also überhaupt kein Problem. Aber ich meine, woraus sollen die auch sein, wenn die in dem Buch sind? Da. Gut. Noch ein Loch in der Wand. Und noch ein Apfel. Kann man die eigentlich essen? Nee.
Also irgendwie macht das Spiel ja schon Laune. Man kann hemmungslos Leute verprügeln, aber sagen wir mal so, dem Wahnsinnsspiel technischen Aspekt habe ich jetzt hier noch nicht entdeckt. Das ist so, dass ich eben sagen würde, ja, das Spiel lebt von diesem Spielelement oder von jenem und so unterscheidet sich von anderen Spielen des gleichen Genres dadurch, dass es dies und das hat. Könnte ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach ein Spiel, man verprügelt alte Männer und findet irgendwie alle Jubeljahre mal irgendwas, wo man am Satzende und von dem Mr. oder Mrs. einen Punkt setzen muss. Boah, ja. Toll. So würde man sagen, das Spielprinzip geht auf. Jetzt wurde ich von einem alten Mann verprügelt. Nicht mit mir, Leute. So, wo geht's hier noch auf der Karte weiter? Ach, da oben. Und jetzt bin ich tot. Ey, cool. Und dann fängt man gleich am Levelanfang wieder an. Ach, halt die Schnauze. So, also jetzt bin ich tief traurig und zutiefst erschüttert. Und deshalb will ich jetzt auch gar nicht länger mich hier emotional reinsteigern. Sondern will lieber. Wo war nochmal der andere Punkt? I've got something to tell you. Doppelpunkt. Wie? Ich habe einen Bug gefunden. Hallo, Mr. I am mean. Ich bin kaputt. Kaputt! Geht. Lol. This sucks. Man. Okay. Ich komm dann mal zu meinem Fazit. Also für die Idee würde ich... Mensch, ist das blöd. Ich schreibe das doch jetzt nicht wirklich hier auf. Vor allem, der unterstützt gar keine Umlaute. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Dennis Rules. Yay. Muhai Rasa. Dumm, die dumm. Tätere. Exit. Fixing this terrible writing isn't easy. Genau, ich wollte eigentlich zu meinem Fazit kommen. Also für die Idee gebe ich mal 3 Punkte. Weil, ja, es ist ganz okay. Die Labyrinthe sind ganz gut aufgebaut, muss ich schon sagen. Also es ist nicht einfach nur so wahnsinnsriesiges Labyrinth. Es hat so eine gewisse Logik in sich. Und das finde ich dann schon okay. Auch dieses Prinzip, dass man Texte korrigieren muss, ich meine, ist ein nobles Vorhaben und eigentlich gar nicht so blöd. Also, man macht sich vielleicht Gedanken dann als Kind oder vielleicht werden die Texte auch mal schwieriger und dann finde ich das echt gar nicht so doof. Also, deswegen Idee, gebe ich mal 3 Punkte, weil eben, es ist hier ein stumpfes, man kriegt dann irgendwie zwischendurch solche Waffen, aber ansonsten bis dahin ist es ein relativ stumpfes einmal, zweimal einprügeln auf Gegner und ansonsten such dich durch das Labyrinth. Und finde ich jetzt nicht so den Riesenhit. Für die Umsetzung würde ich 2 Punkte geben, weil es ist eigentlich echt nicht mehr als so ein Stonekeep für Arme. Die Steuerung ist eigentlich ganz gut gemacht. Das muss ich dem zugute halten. Aber ansonsten ist es halt wirklich nur dieses prügel dich durch und korrigier stumpfe Texte und such ansonsten mal, wo es weitergeht. Für den Spielspaß würde ich aber tatsächlich trotz allem 4 Punkte geben, weil ich war jetzt gerade relativ gut unterhalten und es war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht hätte, boah, voll das Scheißspiel und will nie wieder spielen und vielleicht gucke ich es mir ja doch nochmal an. Also ich finde eigentlich, auch wenn es irgendwie total crappy gemacht ist, es hat irgendwie so einen gewissen Charme, der mir nicht gerade missfällt. Und insofern, ja, hat es auch ein Gutes, dass Mega-Pooper rumgepoopt hat, dass er dieses Spiel gerne gepoopt haben will. Und, ja,
weil immerhin habe ich dann doch ein ganz passables Spiel dadurch gesehen und gespielt und ihr habt es jetzt auch gesehen und euch ein Bild dazu gemacht und seid jetzt bestimmt alle große Fans der Almin-Serie, weil es gibt noch einen Nachfolger. Und jetzt kommen alle Informationen zum Nachfolger, aber nein, ich habe keine Zeit. Tschüss.